Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pferdespiel, denn nicht mehr lange ist es hin, dann haben wir Horse Club Adventure verfügbar auf allen möglichen Devices. Und wir gehen jetzt erstmal so durch, was euch alles so bei Horse Club Adventures erwarten wird. Viele kennen es vielleicht schon, es geht hier um die Schleichgruppe, gab es auch damals schon mal als Browserspiel, jetzt dann aber auch als ein völlig neues Abenteuer, nämlich in Horse Club Adventure werden wir gleich mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was euch so erwartet. Aber erstmal, worum geht es? Horse Club Adventures werden die Schleichfiguren zum Leben erweckt. Horse Club Adventures entführt euch in die wunderbare Welt rund um Lakeside. Lakesides Pferdehof. Zusammen mit Hannah, Sarah, Lisa und Sophia und ihren Pferden erlebst du jede Menge spannende Abenteuer. Es gibt unglaublich viel zu entdecken in dieser offenen Welt. Die populären Horse Club Spielfiguren und die liebevoll gestalteten Ort Lakeside, wie das Café, der Wohnwagen und der Pferdehof, werden hier zum Leben erweckt. Und wir gucken uns jetzt erstmal direkt den Trailer an. Na, ich mag das Lied. Das hört sich mega cool an. Also, was können wir aber erstmal alles dazu sagen? Was wir sagen können, indem wir uns nochmal den Trailer nochmal ein bisschen genauer angucken, ist, wir sehen halt, wir haben hier eine recht offene Welt, in der wir uns recht frei bewegen können. Wir haben eine wirklich schöne, sehr farbenfroh gestaltete Welt. Und übrigens, ey, ohne Scheiß, die Mähen sehen mega geil aus irgendwie. Da könnte sich teilweise Stars immer ganz gut was von abschneiden. Das ist das Erste, was ich ziemlich cool finde. Dass die Charaktere eigentlich, finde ich, ziemlich cool gestaltet sind. Wir können uns unseren eigenen Charakter gestalten und können dann mit den Charakteren aus der Schleichwelt von Horse Club zusammen alles Mögliche in dieser Welt erleben. Was schreibt aber Horse Club selber noch dazu? Also erstmal, der Release ist im Mai. Genauer gesagt, glaube ich, war es am 24., wenn ich mich nicht ganz irre. Es kommt raus auf der Switch, auf der PS4. Xbox One und auf Steam, also auch für den PC. Wir haben eine lebendige, farbenfrohe und detailreiche Welt mit vielen bekannten und neuen Figuren und den Schauplätzen aus der Horse Club Welt. Über 40 verschiedene Hauptmissionen mit einer packenden Story rund um Lakeside. 30 optionale Nebenaufgaben mit einer spannenden Story von und mit der geheimnisvollen Edith Jacob. Zahlreiche optionale Minispiele wie Pferdepflege und Hufe säubern. Jede Menge freischaltbare neue Outfits, eine Verschönerung für die Spielfigur, zum Beispiel neue Frisuren, Hosen, Blusen, Stiefel, Reithelme und unterschiedlichste Farben. Zahlreiche freischaltbare Verschönerungen für das eigene Pferd wie Schweiftypen, Mähnen, Sättel, Decken und Farben für ein Höchstmaß an Individualisierung. Tolle Sammelobjekte wie Sticker mit Fotos und Fotos, die nach und nach freigeschaltet werden. 90 Rennstrecken mit 3 Schwierigkeitsgraden sind in der Welt verteilt und laden zum Galoppieren und der schnellsten Rundenzeit ein. Und grandioser Soundtrack mit zahlreichen mitreißenden Musikstücken. Wichtig dafür, Open World und ein Spieler. Also es ist kein Online-Rollenspiel wie Star Stable. Auch wenn es sich teilweise von der Optik her so anfühlt, was wir auch sagen können ist, die Möglichkeiten, den Charakter zu erstellen, sehen schon wirklich ziemlich cool aus. Hier haben wir halt die ganzen Möglichkeiten fürs Pferd. Können wir also sehr frei entscheiden. Auch der Charakter hat hier viele Möglichkeiten. Ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Es sieht für den ersten Eindruck, finde ich, schon ziemlich nice aus. Und ich habe da auch mal generell nachgefragt bezüglich eines Interviews. Also wenn ihr generell Fragen zum Spiel selber jetzt nochmal haben solltet, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare reinschreiben und ich gucke, ob ich die für euch dann noch beantworten kann. Demnächst, as soon as possible, dann spätestens, wenn das Spiel raus ist und wir dann selber in Horse Club Adventures reinschauen können. Der Soundtrack ist
auf jeden Fall schon mal richtig nice und ich bin persönlich sehr gespannt, in welche Richtung das dann noch dieses Mal alles gehen wird. Die Optik gefällt mir aber auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich gut. Eure Meinung zum Ganzen in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Übrigens gibt es auf der Seite auch noch jede Menge Screenshots, denn die ersten 2000 Vorbesteller erhalten ein Original Schleich-Knappstrupperfohlen gratis dazu. Das heißt, ihr kriegt dann quasi direkt nochmal eine Schleichfigur, wenn ihr das ganze Box dann übrigens vorbestellt. Hier habt ihr die ersten Bilder, die ihr auch nochmal sehen könnt. So ein bisschen, wie das Ganze in der Welt dann aussehen wird. Hier die Möglichkeiten, das Pferd zu erstellen. Und die ersten Sprünge. Ein paar der Quests. Ein bisschen am Strand. Und hier seht ihr auch nochmal so ein bisschen die Gegend, die doch wirklich echt schön gestaltet ist, auch hier beim Picknicken. Also, wollt ihr noch euer gratis Schleichfohlen haben, solltet ihr es jetzt vorbestellen. Wir können jetzt mal gucken, was das Ganze kosten würde. Hier sehen wir das Ganze. Ab dem 27. Mai ist das Ganze zum Vorstellen bereit. Kostet 40 Euro und eben die ersten, die vorbestellen, bekommen noch ein Schleichfohlen direkt dazu. Eure Meinung dazu in die Comments und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.